Fisch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Juli und August. Und wir haben einmal deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Da haben wir die Karte im Sumpf, sage ich gleich mehr zu, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich eine neue Legung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link zur weiterführenden Legung findest du in der Infobox. Da findest du auch den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen und alle Decks aufgelistet, die ich hier benutze und noch einiges anderes. Guck da einfach gerne mal rein. Wir fangen jetzt mit der Legung an. Ich spüre mich in die Energie der Karte rein und du guckst, dass du dich gut in dich selbst zurückfallen lässt und in dir zurücklehnst quasi und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Im Sumpf dreht sich darum, von der Grundbedeutung her mit den Gefühlen richtig verbunden zu sein, also nicht innerlich quasi auf die reflexive Ebene zu gehen und das Ganze etwas von außen zu betrachten, sondern mittendrin zu sein. Und ich spüre mal, was es hier für dich bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass Teile von dir gesehen werden wollen, Aspekte von dir gesehen werden wollen. Entweder tust du das schon und das ist der Punkt, der gerade sehr wichtig ist, oder du bist irgendwie kurz davor, das zu tun. Das ist mein Gefühl, je nachdem, wo du zeitlich so stehst. Aber dir werden Dinge in dir klar, durch Rückverbindung mit dir. Es ist so wie dadurch, dass du das in dir erkennst, klärt sich das Außen. Und das ist ja immer so. Wenn das Außen nicht gut aussieht, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in mir ein Teil nicht so gut aussieht. Ne? Ein Aspekt emotional verletzt ist, wie auch immer. Und ich das dann auf das Außen projiziere. So. Und hier scheint es für mich um eine Art Selbsterkenntnis zu gehen, sich selbst zu erkennen und dann auch das Außen geklärt sehen zu können, was in so einer Beziehung ja immer von Vorteil ist. So, aber wir gucken jetzt mal, was wir bekommen. Einmal deine Hauptenergie, da haben wir mit dem Stern die Integration emotionaler Anteile. Da wären wir quasi schon bei dem. Das werden wir aber gleich sehen, was ich dahinter spüre. Ich lege jetzt erstmal komplett aus. Sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutung der Karten. Und wenn dann alles liegt, kommen wir in die Deutung. Die obere Reihe, eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die präsente Entwicklung und die potenziell zukünftige Entwicklung in der unteren Reihe beruhen. Dann haben wir hier oben die 10 der Stäbe. 10 der Stäbe für Belastungen oder auch Belastungen, die man quasi beiseite schafft. Dann haben wir die 9 der Stäbe, die 9 der Stäbe für eine Hab-8-Stellung und dann haben wir die 2 der Stäbe für ja, die Situation, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und ich vielleicht auch schon weiß, welche mich so besonders reizt oder anzieht, aber ich den Schritt in eine bestimmte Richtung eben noch nicht gemacht habe. Dann haben wir die erste Karte der präsenten Reihe. Da haben wir die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche für eine Entscheidung oder einen Entscheidungsfindungsprozess. Die 9 der Münzen für ein Gutes in den eigenen Werten oder im eigenen Selbstwert stehen und damit verbunden sein. Die 10 der Schwerter für unterdrückte Gefühle können die stehen oder auch für die Beendigung von etwas. Dann haben wir die 8 der Schwerter für eine Art Gedankengefängnis, in dem man sein kann, aber nicht muss, kann man sich auch rausentwickelt haben. Gedankengefängnis heißt Leben in starken Glaubenssätzen, Schuldgefühlen, sonst was,
Also alles, was dazu führt, dass man sich emotional nicht frei bewegen kann. Und der Bube der Schwerter, nämlich ein emotional auf die reflexive Ebene gehen, wovon ich hier schon gesprochen habe, dass im Sumpf die Grundbedeutung ist, dass man genau das eigentlich nicht so tut. Genau, oder auch mal für Lernen kann der auch stehen. Ich gucke mir jetzt deine Hauptenergie an und ja, dann kommen wir jetzt in die Deutung des Ganzen. Mit dem Stern geht dir ein Licht auf, ne? Man sieht, es sieht so aus wie auf der Karte, da geht einem auch ein Licht auf mit dem Stern, aber auch die Energie dahinter, dass dir ein Licht aufgeht und dass dir Dinge klar werden und dass du in einen inneren Frieden kommen kannst über etwas. Dass du in einen inneren Frieden kommen kannst. Wir haben hier die Sonne für Durchbruch, für Erfolg aus dem Lenormand. Und dann haben wir den Sarg, tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefer Wandel. Und ist gerade ganz niedlich. Irgendwie fühlt sich die Sonne sehr zum Sarg hingezogen. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass die Sonne irgendwie wie den Sarg umarmt. Mit dem Sarg hat etwas irgendwie geruht und ich habe das hier das Gefühl, da war dir etwas nicht klar, nicht bewusst, ein blinder Fleck, ne? Irgendwas in der Richtung und jetzt kommt hier aber ganz viel Aufmerksamkeit hin und Zuwendung hin. Und das ist das, was ich hier auch gesagt habe. Da wendest du dich dir selber zu. Und das ist ganz wichtig. Aspekte, von denen ich mich abwende, die werden dann verärgert. Ne? Wenn ich mich innerlich Teilen von mir selber nicht widme und die vernachlässige, dann finden die das eigentlich nicht so gut und fühlen sich auch abgestoßen. Und hier ist aber wieder die Zuwendung zu etwas hin, das du mal schlafen gelegt hast. Das ist hier so und das ist hier auch so. Also es geht hier um die Rückverbindung zu sich selber es geht um die Integration von einem emotionalen Aspekt oder auch mehreren. Das kann man schon mal sagen. Das sind hier beide Hauptenergien, die ja hier auch den gleichen Nenner haben, den gleichen Ursprung haben, drehen sich darum, dass hier was integriert wird. Und du dann klarer gucken kannst. So, jetzt gucken wir aber erstmal in die obere Reihe, die Entwicklung aus der Vergangenheit, die 10 der Stäbe, 9 der Stäbe und die 2 der Stäbe. Die 10 der Stäbe. Mit den 10 der Stäben habe ich das Gefühl, du hast dich aus einer Situation gelöst. Aber es fühlt sich noch belastet an. Irgendwas ist da noch nicht. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob dich da noch irgendwas so ein bisschen erdrücken würde. Wir haben hier die Wolken für Unklarheiten und dann haben wir das Kind für einen Neubeginn, einen inneren Kindanteil oder ein echtes Kind. Es ist noch nicht klar, wie es weitergeht, das ist mein Gefühl. Also du hast zwar irgendwas verlassen, du hast dich irgendwie auf den Weg gemacht, aber irgendwie fühlst du dich hier in der Situation auch noch belastet und wie es weitergehen kann, habe ich das Gefühl, ist dir an dieser Stelle vor lauter Belastungen auch noch nicht klar. Da fehlt dir die Klarheit drüber. Das Kind ist hier ein irgendwie geht's weiter, aber keine Ahnung wie. Und irgendwie sehe ich auch gerade nicht so richtig das Licht am Ende des Tunnels. Das ist das, was ich hierzu so wahrnehme. Dann haben wir die 9 der Stäbe.
Die 9 der Stäbe. Auf jeden Fall bist du relativ gut bei dir selber hier, auf eine Art und Weise. Aber ich nehme dich auch in einer ganz schönen Spannung wahr. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier du zu sehr noch irgendwie auf einen Außen guckst mit den 9 der Stäbe. Mit den 9 der Stäben hast du den Blick sehr im Außen und ich habe das Gefühl, das trägt auch dazu bei, dass du hier in dieser Spannung bist, auch in der Hab-8-Stellung bist. Wir haben die Routen für Auseinandersetzungen, für Prozesse. Und dann haben wir das Haus für ein echtes Zuhause oder ein Zuhausegefühl oder Komfortzone, Abgrenzung. Das kann viel bedeuten. Also das Haus wirkt eher schwierig. Das sind für mich irgendwie alte Themen. Kann deine Herkunftsfamilie betreffen oder deine, vielleicht warst du zu diesem Zeitpunkt auch in einem Familiensystem oder bist es immer noch, bist es auch immer noch, was sich irgendwie eher schwierig anfühlt. Und wo du auch in die innerliche oder auch nach außen hin in die Auseinandersetzung an dieser Stelle gegangen bist. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, es gibt hier einen Blick ins Außen, der dich anspannt und es ist für mich der Blick auf dieses Haus, was auch immer das Haus für dich genau ist. Kann auch für jeden ein bisschen was Unterschiedliches sein, aber irgendwie ist das was anderes, hängt mit anderen Leuten auch zusammen und das spannt dich an oder das hat dich in dem Moment oder in der Lebensphase, die hier liegt, quasi angespannt. Gucken wir mal weiter. Die 2 der Stäbe. Mit den 2 der Stäben habe ich das Gefühl, hast du zu diesem Haus schon Abstand genommen? Das fühlt sich an, als wäre das schon ein bisschen gar nicht mehr so das große Thema, ne? Und das kann hier durchaus eine lange Zeitspanne sein in der oberen Reihe, die wir liegen haben. Mit den 2 der Stäben ist das Alte gar nicht mehr so das Thema, sondern es geht für mich hier eher um was Neues. Eine neue Möglichkeit, die du hier in der Hand hältst, aber eben ja, erstmal auch noch keinen Schritt in die Richtung gemacht hast. Hier ist der Ring für eine Beziehung. Kann auch die Beziehung zu dir selber sein. Wir schauen mal. Und hier ist der Reiter für ein in die Dynamik kommen, in die Bewegung kommen. Da ist eine Beziehung. Mit dem Ring eine Beziehung, die dich innerlich nach vorne bringt. Das ist mein Gefühl. Es kann auch sein, dass es die hier vorher schon gab und die dich quasi durch diesen ganzen Prozess erstmal geschickt hat. Eine Beziehung, die dich innerlich auf Trab bringt, ne? Kann man mal so sagen, auch mal wörtlich nehmen, was wir hier liegen haben. Und ich habe das Gefühl, dass du hier aber nach wie vor, dass du einen Schritt im Außen noch nicht getan hast, aber im Innen eine Bewegung in dir stattfindet. Das fühlt sich, ich habe das Gefühl, da ist eine große Neugier mit bei, da sind auch Gefühle bei, die du sehr schön findest und wo du innerlich in Gang kommst, aber eben an der Stelle äußerlich noch keine Schritte unternommen hast. Das ist mein Gefühl. So,
Dann haben wir die 7 der Kelche, den Stern und die 9 der Münzen. Entschuldigung. Mit den 7 der Kelchen habe ich das Gefühl, kommst du so einer Entscheidungsfindung oder bist du in deinem Entscheidungsfindungsprozess schon relativ weit? Ich habe nicht das Gefühl, hier ist komplett eine Entscheidung für etwas gefallen, aber es ist so wie, ich bin kurz davor. Moment. Wir haben die Sense, die steht für Unterschiedliches. Und das Schiff für ein Weiterziehen kann da stehen oder auch für Sehnsucht. Ich habe das Gefühl, es ist hier wichtig, tatsächlich innezuhalten. Du musst hier nicht weiterziehen. Ne? Die Sense stoppt es irgendwie, dieses Schiff. Und das ist an dieser Stelle auch okay. Ich glaube, das ist auch gut, weil es darum geht, dass du zu dir kommst und nicht... nicht weiter guckst, ich muss mich noch hierhin entwickeln und dahin entwickeln, muss den Prozess noch machen und jenen Prozess. Und das eigentlich aber eher im Blick aufs Außen. Das hier ist ein Stoppen des Schiffes, das den Blick eher im Außen hat, sondern es geht um ein Anhalten, es geht um ein Innehalten, ein in sich selbst landen, ne? Der Elefant landet irgendwie in sich selbst, auch hier ist es ein Umarmen meiner selbst, es ist ein bei mir selbst bleiben und das ist wichtig, um auch hier zu einem in diesem Entscheidungsfindungsprozess zu einem Resultat zu kommen. Ne? Und hier eben dieses, und hier an dieser Stelle bekommst du Frieden, weil du da bei dir selber angedockt hast. Und da innerlich in dir auch nicht mehr auf der Suche bist und immer weiterfährst und weiterfährst und weiterfährst irgendwo anders hin. Nein, der Weg ist an dieser Stelle nicht irgendwo anders hin, sondern der ist zu dir. Und dann kannst du quasi mit dir zusammen woanders hingehen. Also so fühlt sich das auf jeden Fall an. Die 9 der Münzen. Mit den 9 der Münzen bist du sehr autark in dir, bist du sehr in deinen Grenzen, aber auch sehr, sehr gesund, sehr, sehr positiv. Und dieser Knoten ist quasi geplatzt, dieser Knoten, der entstanden ist, weil du eben nicht gut bei dir selbst warst in einem bestimmten Teil, der ist an dieser Stelle, habe ich das Gefühl, ist der geplatzt und es kommt so eine Ruhe und ein ziemlich großer Frieden. Ein ziemlich großer Frieden bei dir. Die 10 der Schwerter, die 8 der Schwerter und der Bube der Schwerter. Mit den 10 der Schwertern habe ich das Gefühl, kommen sehr stark unterdrückte Gefühle nochmal an die Oberfläche. Dir wird nochmal sehr viel klar. Ich ziehe nochmal 2 Karten dazu. Dir wird nochmal sehr viel klar und es ist wie, es eröffnet sich auch eine andere Welt bei dir. Also ich habe das Gefühl, das ist schon ein relativ großes Ding, was hier liegt. Was vielleicht... Im ersten Moment denkt man sich, ja gut, jetzt habe ich einen Teil integriert, ne? Aber irgendwie scheint es schon
eine sehr, sehr große und wichtige Geschichte bei dir zu sein. Wir haben hier die Sterne für die Kleid und die Fische für die Gefühle, ne? Habe ich eben schon gesagt. Aber ich spüre noch mal rein, die Fische können im Großen und Ganzen auch, da kann auch eine Person mit hinterstehen, die einem wichtig ist. Nee, es tut sich eine neue Welt für dich auf. Es tut sich hier eine neue Gefühlswelt für dich auf. Die Fische sind hier eine Gefühlswelt, auf der du die Dinge auf einmal ganz anders sehen kannst, ganz anders bewerten kannst, eine ganz große Klarheit in vielen Dingen kriegst und die sich hier wirklich nochmal ein wirklich neuer Raum irgendwie für dich auftut. Und es scheint hier wirklich dieser Prozess zu sein, sich von was altem Häus, was irgendwas mit einer Familie zu tun hat, einem starken Beziehungssystem zu verabschieden und sich auch ein bisschen davon frei zu machen, im Außen wahrscheinlich nach Antworten zu suchen, sondern zu merken, ich bin in mir komplett. Denn hier mit diesem Rückbeziehen auf dich selber kommst du hier zum ersten Mal in diesen richtigen Frieden rein. Also hier im Großen und Ganzen auch schon, aber die erste Position, wo es so richtig ist, ist eigentlich hier, sind die neun der Münzen, wo du in dir integer bist und den Fokus, deinen inneren Fokus ganz anders legen kannst, ganz anders setzen kannst und ganz andere Dinge im Leben erkennen kannst. Und natürlich, also wir haben das hier zum Thema Liebe legen, das ist für die Beziehung oder deine Wunschbeziehung einfach sehr wichtig, ne? Denn je freier ich in mir bin, je gelöster ich in mir bin, was Beziehungen angeht, umso schöner ist ja auch eine Beziehung, ne? Die Acht der Schwerter. Mit den Achterschwertern habe ich das Gefühl, bist du schon sehr auf dieser Position eben hier außen, dich frei gemacht zu haben und kannst den früheren Zustand so ein bisschen in Liebe umarmen, in Liebe angucken und dem dadurch dazu verhelfen, sich nochmal Rest zu integrieren, zu heilen und zu lösen. Welcher Zustand das auch immer bei dir war, das mag ja auch bei jedem von euch etwas unterschiedlich sein, aber so fühlt sich das an. Der Bube der Schwerter. Ist das an Land, noch weitere landen auch in deiner neuen Lebenssituation? Du bekommst, habe ich das Gefühl, wirklich nochmal ein neues Lebensgefühl. Du fühlst dich anders, du nimmst die Welt anders wahr, du nimmst Menschen anders wahr, du nimmst Beziehungen anders wahr und hier geht es um dieses. Ja, und jetzt nochmal lernen. Einfach auf dich zukommen lassen, die Dinge annehmen und die Welt nochmal neu kennenlernen. Das ist der Bube der Schwerter. Ja? So, meine Lieben. Und ich ziehe jetzt noch zwei Karten zu deinem Prozess. Wie immer, die lese ich auch wie immer nur vor. Und du guckst, warum die quasi zu dir gekommen sind, was die mit dir machen. Eine aus dem Aspekte-Karten-Set, da haben wir die Karte Humor. Humor kann ein wichtiger Aspekt sein oder wird es sein, wenn die Karte hier kommt. Und eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Da haben wir mein inneres Kind verkörpert Unbeschwertheit. Wenn ich meinem inneren Kind Aufmerksamkeit schenke, wird mir das ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Immer wenn ich jemanden lächeln sehe, denke ich daran, dass mein inneres Kind jetzt glücklich ist. Wenn es mir schwerfällt, ausgelassen und fröhlich zu sein und ich es nicht schaffe, unbekümmert mit jemandem Zeit zu verbringen, stelle ich mir einfach vor, dass in ihm ein Kind wohnt, das meines zu sich eingeladen hat. So, drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber, deine momentane Beziehungsenergie. Die drei der Kelche kann für das Zusammenfinden, das überhaupt auch erstmal innere Zusammenfinden mit jemandem stehen, also dass man selbst die Möglichkeit auch in sich dazu schafft, aufzumachen, kann aber auch für eine Dreierkonstellation stehen und anderes, wir werden sehen. Dann haben wir zwischen euch den Ritter der Schwerter,
der Ritter der Schwerter, der sich eine gesunde Haltung entwickelt hat und straight dieser Haltung folgt. Manchmal rennt er aber auch von einem Thema weg. Und bei deinem Gegenüber die Sechs der Schwerter für ein Umdenken, ein Umschiffen und dann eben auch ein anders der Welt begegnen, anders fühlen. So, die Drei der Kelche und der Ritter der Schwerter. Die Drei der Kelche, also es fühlt sich erstmal sehr, sehr, sehr verbunden an. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass du diese Verbindung zulassen kannst. Also, das ist jetzt sehr schwarz-weiß gesagt. Du wirst die Verbindung schon in diversen Aspekten zulassen können. Hier kommt aber nochmal ein wichtiger Aspekt dazu. Und zwar durch dieses Annehmen deiner selbst und in Frieden kommen mit deiner selbst, mit deinem selbst, mit dir selbst, so kommst du auch in Frieden mit deinem Gegenüber. Es ist wie zwischen euch war Krieg und du hast erkannt, dass der gar nicht zwischen euch war, sondern dass in dir ein Krieg getobt hat, den du auf euch projiziert hast. Falls du nicht weißt, was eine Projektion ist, das ist jetzt ein bisschen viel, das alles zu erklären, wobei es so schwer auch gar nicht ist, google das mal. Es kann wirklich sehr wichtig sein, das zu verstehen, ne? Dass ich das Außen auf der Grundlage meiner eigenen Gefühlswelt betrachte und wenn meine eigene Gefühlswelt stark geschädigt ist in bestimmten Teilen, dann sehe ich diesen Schaden auch im Außen, weil ja dieses Gefühl, dieses Grundgefühl, dieses Beschädigte mitschwingt, wenn ich nach außen gucke. So, und wenn das Beschädigte in mir wieder heile gemacht ist, dann gucke ich mit einem ganz anderen Blick nach außen, ne, weil meine emotionale Grundlage eine ganz andere ist. Und das ist das, was hier bei dir quasi stattfindet. Das ist mein Gefühl. Und durch den Frieden mit dir kommst du in Frieden mit deinem Gegenüber. So, der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist einen bestimmten Weg verfolgen und aber gerade positiv in Frage gestellt sein. Ich glaube, der Weg ist schon, der fühlt sich an sich stimmig an. Der wurde nur auf etwas schwierige Weise verfolgt und mein inneres Gefühl ist, dass dieser Ritter der Schwerter eine Kurskorrektur einfach vornimmt, ne? Und seine Haltung ein bisschen ändert und deswegen auch im Prinzip weitergeht, nur ein bisschen anders weitergeht, ne? So, der Weg zwischen euch etwas anders geht, als bis jetzt gedacht war. Wir gucken uns dein Gegenüber an. In der weiterführenden Legung gucke ich mir die Karte 6 der Schwerter an, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox. Ich freue mich sehr, dass du da warst und freue mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Wenn nicht, freue ich mich, wenn wir uns hoffentlich bald in einem meiner anderen Videos auf diesem Kanal wiedersehen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast. Das unterstützt den Kanal immer sehr. So, und jetzt würde ich sagen, bis entweder gleich oder hoffentlich bald.